Hallo und herzlich willkommen zu, jetzt hier meiner Entschuldigung von Tritaid. Ja, das Video, das werdet ihr auch am Ende merken, da stürzt das Spiel ab. Aufgrund dessen stürzt auch das Aufnahmeprogramm ab. Ich habe jetzt schon richtig viel Zeit damit gebraucht, das überhaupt irgendwie zu retten. Die Soundqualität ist aber ziemlich scheiße und ziemlich leise, geht aber auch nicht lauter. Und es bricht eben am Ende einfach unvermittelt ab. Ich möchte mich dafür beides jetzt entschuldigen hier. Damit er nicht irgendwie wieder heißt, ja, warum ist die Soundqualität bei dir so scheiße? Ja. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und, ja. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed 2 mit Tritaid. Ja, da ist dann jetzt, ja, wir hatten ja neulich mal The Force Unleashed 1, gespielt. So Let's Played. Ja, ich habe gerade den Text nicht gelesen, deswegen schlafen gekommen. Und das hier vorne wird dann jetzt der Nachfolger. Das ist außer Force Unleashed 2. Einfach mal ein neues Spiel. So. Speichern wir mal. Also ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich hoffe einfach, dass meine Kenntnisse in 1 ausreichen werden. Ich habe es auch noch überhaupt nicht gestartet. So, Maus. Maus sieht okay aus. So. Fühlt sich okay an. Tastenüberlegung, da war im Handbuch eine Unklarheit. Hier wurde irgendwo eingetragen, dass F irgendeinen Effekt hätte. Im Handbuch. Okay. Ganz offensichtlich nicht, weil da war irgendwie. F hat war für irgendwas markiert, aber nichts wurde gesagt. Untertitel lassen wir mal an, das ist eigentlich ganz gut. Auflösung. Maximum. Wir wollen ja schließlich Full HD und alles. Okay. Ich weiß nicht wirklich, ja, will mich nicht mal behalten. Ich mache jetzt die Aufnahmen nochmal aus und wieder an, damit auch wirklich in HD geht. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall in HD sofort noch eventuell nicht ganz HD war. Okay. Das ist ein Grafik, die Thema ist. Wollen wir. Machen wir nicht. Böse Texturen wollen wir auf jeden Fall. Also Entropie hoch. Dichtheit auf Maximum. Hoch an. Ja, gehen auch ein bisschen auf. Dann haben wir Sound. Momentan ist okay. Anmelden. Cheatcodes. Aber weiß nicht. So, Extras. Lass mal gucken. Grafiken, Credits, Film und Datenbank. Okay. 2x1 und wir starten ein neues Spiel. Auf schwer natürlich. Also keine Ahnung von dem Spiel, aber es wird schon funktionieren. Und wir sehen uns nach dem Video. Wenn ich es ausschneiden musste, sehen wir uns jetzt hier wieder. Hallo. Falls ihr gerade nicht diesen Text lesen konntet, dann habt ihr jetzt festgestellt, dass das Ganze wieder von der scheiß Dingens da, wer auch immer das macht, ein Datenschutz auf YouTube gesperrt wurde. Und dass wir jetzt eben die Star Wars Musik nicht im Hintergrund haben durften. Aber egal, erstmal ein Fokus Video. Also wie schon gesagt, ich habe was jetzt hier in der Sache ist. Was ich Spiel wollte erst bekommen. Ich habe ja das Buch schon gelesen. Also ich weiß gut, wie das geht. Wie lang dieses Mal? 13 Tage Isolation. Beeindruckend. Die Macht. Gib mir, was ich brauche. Macht. Die dunkle Seite.
Starkiller Mentor wurde gefangen genommen. General Kota. Ja, ja. Nach Abschluss deiner Ausbildung wirst du nach Kato Naimui reisen, exekutieren. Du wirst noch von Visionen verfolgt. Ja, Meister. Ich rieche einen Wald. Ich sehe den General fallen. Ein Raumschiff schlägt mir auf. Der Boden bebt. Ich höre. Frauenstimme, einschlafen. Die Erinnerungen eines Toten. Eine Nebenwirkung des Klonprozesses und der Erinnerungsfetzen, die zu deiner Ausbildung benutzt wurden. Sie werden verblassen. Und wenn nicht, dann hast du keine Nutzen für mich. Starkillers Emotionen machen schwach. Du musst zerstören, was er erschuf. Du musst hassen, was er geliebt hat. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir sind ein Klon von Starkiller und wir sind jetzt hier und müssen momentan auf der Aspergerske heißen, mal wieder seinen Schüler inzwischen. Die ganzen Typen hier töten. Das probieren wir ganz kurz aus. Also, Blitz können wir. Können wir auch noch. Hiermit kommen wir jetzt. Okay, wir gehen zurück. Rechtsklick, okay, sind auch noch. Links angreifen, sieht episch aus. Vor allem ist jetzt mit den beiden Lichtschwertern wahrscheinlich wesentlich effektiver. Dann können wir F nichts erwartet. Block machen wir jetzt mit Fuß. Was machen wir jetzt mit R? Naja, egal. Wir lassen jetzt erstmal durch. Das ist ja erstmal durch. Also das Metzeln sieht schon mal wesentlich schlechter aus. Wir brauchen irgendwas von so einer Kampfrage, die ich einsetzen kann. Ich will jetzt halt nicht, dass ich die jetzt kann. Also da oben links sind irgendwelche Punkte, die zusammen Was geschieht mit dir? Halt! Nicht! Juno? Ja! Streck sie nieder! Ich kann nicht! Du kannst! Du wurdest erschaffen, mir zu gehorchen! Dann ist es, wie ich befürchtete. Warum geschieht das mir? Der beschleunigte Klonprozess ist noch fehlerhaft. Deine Vorgaben innerhalb von Monaten waren wahnsinnig. Ich glaubte, du wärst der Erfolg. Doch dir steht dasselbe Schicksal bevor. Was werdet ihr mit mir tun? Was gab's das mal nicht? Alarm! Aufbruch!
haben damit eigentlich ein Problem. Hier. So gut, wahrscheinlich letzteres. So, drücke R und die Macht zu aktivieren. Ja, das sieht natürlich toll aus, aber funktioniert. Oh, cool, die kann ich abgetragen.
erinnern sich so an die Tutorial. Das war im ersten Teil nicht ganz. Also ich werde jetzt auch die beiden Teile so ein bisschen miteinander vergleichen. Wurde immer gesagt, dass vorne seine richtige Enttäuschung. Für alle, die den ersten Teil gespielt haben. Das fühlt sich noch nicht so an, aber kann ja erst noch kommen. So, wir haben ein Schwertkristall gefunden. Wo war Schwert? Schwert war nicht hier, Schwert war hier. So, Schwert. Rot, das ist Chaos. Zusätzliche Machtpunkte bei Zerstörung der Umgebung. Kein Foli. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen. Achso, wir haben nur einen Kristall davon, dann geben wir den mal in die Haupthand. Okay. So. Das haben wir also so ein Chaos. Leute, wir kriegen jetzt Punkte, wenn wir hier irgendwas kaputt haben. Sprint ist weiter. So schon etwas. Offensichtlich. Die Entsprechung zum Laden gerade. In den Kampf einzubauen, auch die Machtschübe, das ist unglaublich viel flüssiger. Das war im letzten Teil immer ein Kampf. Sobald man versucht hat, irgendwie mit verschiedenen Machen zu machen. Achso, also, es gibt überhaupt keine Machtschübe. Jetzt verstehe ich das hier gerade. Ich finde jetzt das eigentlich nicht ganz gut. Es gibt überhaupt keine Kombos mehr. Ich muss die Kombos selbst erfinden. Das finde ich nicht mit Max, wenn man Kombos selbst erfinden kann. Sondern einfach beliebige Anfolge und Tasse drücken lernen. Bringen, aber es nicht so vorgegeben ist. Okay, krass. Was bringst du? Das ist mit Meditation. Das heißt, steigert Macht und Energie bei jedem Schlag wieder her. Okay, dann machen wir Meditation in Haupthand und Chaos in Nebenhand. Das ist nicht schön, dass man das Sehschwert jetzt mal. Das ist besser. Ich hab' den Ball!
ja, schon wieder 2 Wochen, ja, okay, 2 Wochen ist jetzt mäßig. Und das Spiel ist doch schon anders als erstaunlich. Höchsten Schwierigkeitsgrad spielen sollen. Aber egal, dann sieht sich das Ganze halt ein bisschen. So. Das wurde jetzt halt schwer, hier was machen müssen. So, muss eigentlich machen, aber ich mache jetzt hier. Ich freue mich auch hier unten zu sein. Spaß macht.
macht, aber dann einfach nachher immer, immer, immer wieder genau das gleiche kommt. Also mehr oder weniger. Juhu, Erfahrungspunkt Holocron. So, jetzt können wir hier. Und ich glaube, ich hole jetzt erstmal wirklich Blitz. So. Thank you.
genau ist das? Ich hab mir
Dreisprung drücken und kann. Die Junge können die Kräfte schon passieren. Überhaupt keinen Bock, aber noch ein bisschen zu drehen. Aber naja, so ist es ja immer so.